Immer wieder erreichen mich Fragen, insbesondere zu dem Thema Bedürfnisantrag und das erweiterte Bedürfnis, beziehungsweise das Thema Überschreitung Grundkontingent, Grundbedarf, wie man dieses Ding letzten Endes nennen will. Wir sprechen also über einen Bedürfnisantrag nach § 14 Absatz 3. Grundbedarf eines Sportschützen besteht aus zwei mehrschüssigen Kurzwaffen und drei halbautomatischen Langwaffen. Dabei spielt es bei den Langwaffen wie auch bei den Kurzwaffen keine Rolle, ob es sich um eine kleinkalibrige Waffe handelt, um eine großkalibrige Waffe handelt, ob Pistole oder Revolver. Das ist egal. Das sind alles mehrschüssig. Nicht betroffen von dieser Regelung nach § 14.3 sind die Waffen, die zum Beispiel auf der gelben BBK stehen. Natürlich muss ich, um einen Antrag nach § 14.3 stellen zu können, meine ganz normale 12-18er Regel erfüllen. Das heißt, 12 mal regelmäßig, 18 mal unregelmäßig. Schaffe ich es nicht einmal im Monat, 12 mal regelmäßig auf den Stand, greift die 18er Regelung, also unregelmäßig. Dann brauche ich allerdings 18 Termine innerhalb der letzten 12 Monate. Es gibt keine gesetzliche Vorgabe oder Regelung einer Pause. Das heißt, es wird nicht definiert, wie lang oder wie kurz eine Auszeit vom Schießbetrieb geduldet wird. Es gibt Verbände, die legen da etwas fest. Es gibt Vereine, die legen da etwas fest. Es gibt Landesverbände, die legen da etwas fest. Ich kann das nicht beziffern. Es gibt Verbände, die sagen, Pause länger 2 Monate, nö, dann fängst du wieder bei Null an. Obwohl das im Gesetzestext oder in Verwaltungsvorschriften so nicht festgelegt ist. Informiert euch also bei eurem jeweiligen Verband, Landesverband, wie dort die Regelungen zu einer eventuellen Pause gegeben sind. In den Verwaltungsvorschriften wird festgelegt, wie auch im Waffengesetz, dass für einen Antrag nach § 14.3 Wettkampfteilnahme erforderlich ist, beziehungsweise nachgewiesen werden muss. Wettkampfteilnahme oberhalb der Vereinsebene. Wir sprechen hier über die Art von Wettkampf, bei denen Vereine gegeneinander antreten. Das heißt zum Beispiel im DSB Rundenwettkämpfe. Diese sind gültig. Manche sind der Meinung, Vereinsmeisterschaften zählen mit dazu. Andere sagen, nein, will ich mich nicht so äußern, will ich mich auch nicht drauf festlegen. Das ist immer wieder abhängig, individuell vom jeweiligen Verein, Verband, was auch immer. Hier backt jeder seinen eigenen Mist, anstatt einfach mal, dass alle Verbände an einem Strang ziehen und eine Linie reinbringen, im Interesse der Mitglieder. Der BDMP zum Beispiel setzt Landesmeisterschaften und vergleichbar voraus. Das heißt, Ranglistenturniere und Landesmeisterschaften. Es gibt zwar auch sogenannte Vergleichsschießen, die sind aber eher selten. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das in Ordnung ist, ob das nicht in Ordnung ist. Ich habe es akzeptiert, ich habe damit auch keinen Schmerz. Ich besuche weitaus genug Landesmeisterschaften wie auch Ranglistenturniere übers Jahr verteilt, dass ich da keinerlei Probleme habe, einen Antrag zu stellen. Des Weiteren ist es erforderlich zu begründen, warum ihr mit bereits vorhandenen Waffen die beantragte Disziplin nicht schießen könnt. Ein reines Haben-Wollen ist hier kein Grund. Das heißt, hier müsst ihr tatsächlich nachdenken. Ihr müsst euch Gedanken machen. Es muss eine im Zweifel auch vor der Behörde standhaltende Begründung sein. Das kann zum Beispiel sein, ihr habt zwar eine Waffe, die ist faktisch gesehen für die Disziplin zugelassen. Nehmen wir mal jetzt rein beispielhaft, ich nehme jetzt mal Dienstpistole, ich habe eine Glock 17. Diese Glock 17 ist definitiv laut Dienstpistolenliste im BDMP für DP1 und DP2 zugelassen. Jetzt habe ich diese Waffe aber beispielsweise im DSB längere Zeit geschossen und habe sie entsprechend angepasst. Das heißt, ich habe vielleicht einen Vollchrom-Abzug drin, ich habe dort eine andere Visierung mit drauf, Abzugsgewicht liegt jetzt irgendwo unten vielleicht bei 1000 Gramm etc. Und dann muss ich die Sportordnung konsultieren. Ich muss gucken, was sagt denn die Sportordnung über die Zulassung der jeweiligen Waffen. So, ich weiß, bei Dienstpistole ist Mindestabzugsgewicht 1350 Gramm, habe ich einen 1000 Gramm Abzug, passt nicht rein. Damit habe ich ja eigentlich schon, diese Waffe erfüllt nicht die Erforderlichkeiten der Disziplin. Damit habt ihr eigentlich schon eine Begründung, die ihr formulieren könnt. Ihr müsst halt einfach ein bisschen Gehirnschmalz mit reinstecken in das ganze Thema und dann wird da auch ein Schuh draus. Und das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Jetzt kann es aber passieren, je nachdem wie weit ihr die 14.3 überschreitet, dass noch zusätzliche Anforderungen gestellt werden. Da müsst ihr auch wieder
euren Verband konsultieren, weil jeder Verband macht das anders. Deshalb bringt es auch nichts, mich zu fragen, ich will das und das und das, wie ist denn das in meinem Verband? Ey, lest bitte die How-Tos, die euer Verband euch bereitstellt. Da werdet ihr am schlauesten draus. So, und das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Es ist kein Hexenwerk, es ist keine Raketenwissenschaft. Man muss einfach nur die graue Masse zwischen den Ohren benutzen. Und dann funktioniert das Ganze auch.